So, hallo liebe YouTuber, liebe Modelleisenbahner und Soundfahrer und Innen- und die das werden wollen. Ja, jetzt habe ich ja eine Woche, das habe ich jetzt glaube ich nichts mehr gemacht. Also ich meine gemacht schon, aber ich hatte dazwischen ein kleines Problemchen und zwar, ich habe jetzt einen neuen Computer und der neue Computer wollte partout meine Festplatten nicht mir nicht anzeigen. Und ja, ich hatte natürlich das Problem, dass ich alle meine Daten drauf hatte, natürlich alle Soundprojekte und alle meine anderen privaten Daten. Und ja, das war ein bisschen blöd. Letztendlich ist rausgekommen, dass die Daten sowieso alle hier waren. Das habe ich auch auf diversen anderen Programmen gesehen, die ich installiert habe zum Schauen, zum Testen. Die Festplatte war nicht beschädigt, also die Festplatten, besser gesagt. Windows 10 hat nur versäumt, diesen Festplatten einen Laufwerksbuchstaben zuzuweisen und deswegen konnte ich sie in Explorer nicht sehen. Das muss man aber auch mal wissen bzw. draufkommen. Ja, ich habe 4, 5 Tage habe ich um meine Daten gebankt, vor allem um meine ganzen Soundprojekte, die ich da gemacht habe, denn da ist, wie ihr wisst, ja schon sehr, sehr viel Zeit reingeflossen und da hätte ich wahrscheinlich ein bisschen geweint, muss ich ganz ehrlich zugeben, wenn ich alles verloren hätte, weil ich hätte das nicht mehr so bekommen. Jetzt habe ich aber alles wieder normal, also alles normalisiert. Es funktioniert alles. Ich habe keine einzigen Daten verloren. Da bin ich froh drüber. Und mit dem neuen Computer läuft es auch super. Ein geiles Gerät, muss man echt sagen. Der ist sehr schnell. Jetzt lässt sich der Train Simulator mit der Konfiguration wirklich geil spielen. Also die neue Grafikkarte alleine ist der Hammer. Kein Rucken, gar nichts mehr. Mein alter PC, wo ich euch immer alles gezeigt habe, der steht da hinten. Bei dem war es so, dass er mir bei dem Train Simulator oft mal geruckt hat, grafisch. Aber beim neuen, da ist gar nichts mehr. Da ist kein Rucken, gar nichts mehr. Ja, also, TittyChat, ja. Um den geht es jetzt da. Ich habe da ein bisschen was verändert, ein bisschen was hinzugefügt und ein paar Kleinigkeiten zusammengefügt, wenn man so will. Ich habe jetzt dabei ein neues Bremsequietschen, also Bremsquietschgeräusch. Das habe ich aus dem Simulator genommen vom CityChat. Da gibt es den hier von RSSLO. Dann habe ich das Trafo-Standgeräusch auch noch vom RSSLO CityChat genommen, weil mir das eigentlich recht gut gefallen hat. Dachte mir, hey, versuch es einzubauen und auch das Lüftergeräusch im Stand. Habe ich mir gedacht, das baue ich auch mit ein. Und weil ich das Lüftergeräusch hier mit einbauen wollte, das ist ebenfalls im Stand und auch so während der Fahrt läuft, musste ich von diesem Projekt aber 2 Fahrt-Sounds in einen Soundcloud unterbringen, sodass es aber auch weiterhin korrekt funktioniert. War zum Glück am Schluss sehr einfach. Und zwar hat der CityChat, das werde ich euch dann später dann am Logprogramm zeigen, hat der CityChat hat 4 Soundslots, die nur fürs Fahren und Aufrüsten und Standgeräusch zuständig sind. Ja. Das Aufrüstgeräusch, das beinhaltet auch eben den Trafo, der beim Fahrbefehl dann kommt, also dieses andere Trafogeräusch, wenn man so will, was man hört, bevor der Zug anfährt. Und dann gibt es noch 3 Sound, also Fahrsound-Soundslots. Ja, da habe ich jetzt 2 miteinander zusammengetan, nämlich, ich glaube, das Motorengeräusch habe ich zum Standgeräusch mit dazugegeben. Und das funktioniert zum Glück ohne Probleme. Das zeige ich euch aber später, ja. So, wir werden diesen Triebzug mal aufrüsten. Beim Aufrüsten werdet ihr schon mal hören, vielleicht, dass die Türsounds Originale mit drinnen sind. Die habe ich auch mit eingespielt. So, los geht's mal. F1. Das Aufrüsten. Lokführer muss ja trotzdem rein. So. Hat man schön gesehen auch. Beim Aufrüsten ist natürlich das Führerstandslicht automatisch ein. Sobald der Trafo anfängt zu laufen, schaltet sich auch automatisch bei meinem Projekt die Innenbeleuchtung mit ein.
Und das Führerstandslicht geht natürlich nachher wieder aus. Man kann es aber nachher nochmal, wenn man will, dazuschalten über eine eigene Funktionstaste. Die Innenbeleuchtung lässt sich auch separat schalten. Allerdings nur, wenn man ohne Sound fahren will. Weil beim Sound habe ich es ja sowieso eingestellt, dass es dann automatisch mit eingeschaltet wird. Denn ich finde, das ist ein geiler Coup. Man kann natürlich ohne Sound auch mit Innenbeleuchtung fahren. Dann dreht man einfach nur die Scheinwerfer auf und drückt die 5-Taste und dann hätte man ohne Sound das Innenbeleuchtung mit dazu geschalten. Das geht auch. Wenn man allerdings die Innenbeleuchtung einschaltet, per Sound, wenn die automatisch kommt, dann ist die 5er-Taste deaktiviert bei mir, denn die hebt das auf, denn ja, man braucht sie nicht. Wenn man mit Sound fährt, kommt das automatisch dazu in einem Ablauf, das kommt alles dann beim Aufrüsten und während des Fahrens bleibt das dann. Ja, ihr habt es eh schon gehört, als erst läuft der Trafo an, danach läuft der Lüfter an, ganz kurz verzögert. So hört sich das jetzt mal an beim Aufrüsten. Ich hoffe, es gefällt euch soweit. Ich habe das natürlich auch wieder ein bisschen die Schalter genommen im Führerstand vom RSS LO CityJet. Ich finde, das klingt schon gut. Also mir gefällt das sehr gut. Ich habe beim CityJet wollte ich eigentlich das Fahrgeräusch auch ein bisschen verändern, aber das ist mir zu schwer, das schaffe ich nicht. Ja. Also ich wollte es mal versuchen, dachte ich mir, aber nein, das ist mir zu hoch. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, das von ESO klingt eh sehr, sehr gut und auch annehmbar, wenn man ein Gratis-Projekt möchte. Und ich dachte mir, das lasse ich jetzt mal drauf. Irgendwann werde ich vielleicht den Leo Soundlab mit dazu kaufen, aber solange mir das jetzt gefällt, werde ich das jetzt mal fahren lassen. Ja, also, wir werden mal die Funktionen durchgehen. Jetzt haben wir mal die Lokhörner hoch und tief. Das sind die vom neuen 1116 Taurus Projekt von ESU. Ja, 6 ist bei mir wieder einmal die Verschub-, also Rangierfunktion. 5 ist eben die Innenbeleuchtung, also die Fahrgastraumbeleuchtung, die man nur ohne Sound schalten kann. 7, ich weiß gar nicht mehr, was 7 ist. 8 ist das Fernlicht, das ist eh schon eingeschaltet. 9. Meine eigenen Ansagen sind wieder drauf. Wie gesagt, die nutze ich nur hier bei mir privat. Ja, den Lautsprecher, bitte verzeiht mir das jetzt mal. Ich komme momentan nicht wirklich viel dazu, Videos zu machen, deswegen habe ich mir gedacht, hey, pfeif drauf, der Lautsprecher, der klingt gut. Das, was ein bisschen blöd klingt, ist irgendwas am Gehäuse, da dürfte irgendetwas locker sein, vermutlich auch innerhalb, und das vibriert so komisch. Der Lautsprecher, also beide Lautsprecher sind okay, nicht falsch interpretieren. Das passiert mir auch manchmal, dass ich glaube, der Lautsprecher ist kaputt, dabei ist nur etwas Lockeres am Gehäuse. Das vibriert so, da glaubt man, dass das Membran kaputt ist. Das ist aber nicht so. So, 11. Ich weiß, es klingt nicht so gut, vor allem der Gong, aber wie gesagt, es ist nur irgendwas am oder im Gehäuse, das ist locker und das vibriert und deswegen glaubt man, dass der Lautsprecher kaputt ist, aber die sind beide okay. So, die Türen, die Türautomatik ist von ESU, aber ich habe natürlich da die Original-Türgeräusche vom CityJet eingebaut. Ja, man hört's. Irgendwas am Gehäuse ist da. So. Ich kann jetzt auch den Fahrbefehl geben, solange die Türen offen sind. Er macht dann nichts. Er schaltet mir die Richtungen um. Aber er hat eine Anfahrsperre, wenn die Türen offen sind. So, jetzt machen wir sie zu. Ihr hört hier im Hintergrund den Kompressor von der Talent von ESU. Ich habe irgendwie keinen anderen passenderen gefunden, also der Kompressor für den CityJet. Ich wollte aber unbedingt, dass da einer drauf ist, deswegen habe ich mir gedacht, hey, ich baue einfach in die Zufallsgeräusche den Talent-Kompressor mit ein und fertig. Denn dann habe ich zumindest etwas drauf
Denn das hat mir einfach gefallen, das ist besser als gar nichts, finde ich. Und das ist okay, mir gefällt es gut, so wie es ist. So, 4. Ich habe die PZB-Funktion jetzt übrigens auch ausgebessert. Angefangen hat es eigentlich bei dem Taurus, habe es aber jetzt auch beim CityChat angewendet. Daher gibt es diese beiden Funktionen mit dem CityChat in Kombination gleich, dass ich euch das zeige. Ich hoffe, das gefällt euch. Ich habe mich da bemüht. Ich weiß auch nicht, ob es hundertprozentig korrekt ist am CityChat. Ich habe das vom Taurus gemacht, habe ein bisschen etwas verändert und gehofft, dass das beim CityChat auch so ist. Muss ich zugeben, aber mir gefällt's. Ich hoffe, euch auch. So, ich zeige euch das mal im Stand. Die PZB. Los geht's. Jawohl. Ich zeige euch das nochmal so. Wenn ich jetzt hier drücke, machen wir das mal hier so. Shift 4, also 14. Kann ich wieder quittieren. Wenn das zweite Zugbeeinflussungssignal weg ist, kann ich es noch quittieren. Also wenn es bis dahin geht. Alles, was nachher ist, das gleiche ist auch bei meiner SIFA. Nochmal. Man hört auch das Pedal von der SIFA, dass das quittiert wird. Habe ich auch vom CityChat, vom Sound, also vom Soundbrett, ich bin auch schon deppert, vom RSS LO genommen. Ich finde, es klingt gut, das gefällt mir sehr gut. Es funktioniert auch, wenn ihr beim Fahren dann auch alles hören. Ja? So, wir werden jetzt weitergehen. 15. Ja, ein paar Bordcomputer-Meldungen sind auch drinnen. 16. Tada! Das ist 16. So. Deaktivieren. Es geht wieder so. 17. Die normale Zugbeeinflussungsmeldung. Dachte mir, die lasse ich halt darauf. Ohne PZB. 18. Bei dem Bremsausfall darf der Zug nicht bremsen, das muss ich euch dann nachher zeigen, wenn der Zug fährt. So, 19. Die Notbremsung. Da bleibt der Zug natürlich auch stehen. Ob es diese Funktion so gibt oder ob das im Original auch so ist, weiß ich nicht, aber mir hat das einfach gefallen. Daher habe ich es gemacht. So, ja, das ist die SIFA. Was habe ich noch? Auf 21 weiß ich es nicht. Ah ja. 22 ist auf jeden Fall der Soundfader bzw. die Lautstärkenregelung. Gut, dann würde ich sagen, werden wir dann mal fahren, oder? Was sagt ihr dazu? Kommen wir dann einfach mal zum Fahrteil, würde ich mal vorschlagen. So, ich hoffe, es hat euch bis jetzt mal alles gefallen. Wir sehen uns jetzt gleich wieder beim Fahrteil vom CityJet. So, willkommen zum Fahrteil. Wir werden noch das Maschinchen hier umdrehen, dann machen wir noch einmal die Türen auf. Ja, es klingt jetzt besser. Ich habe jetzt nochmal auf das Gehäuse ein bisschen draufgeklopft hinten am Triebwagen. Jetzt ist das momentan ein bisschen besser. Die Frage ist nur, wie lange. Irgendwas da drin vibriert heftig. Und deswegen ist der Sound auch manchmal so kratzig. So, wir werden jetzt mal fahren, würde ich sagen. Los geht es mal. Wir fahren ein bisschen los. So.
Bremse lösen, quietschen, habe ich eins genommen von einem 1116er. Das ist zwar nicht der Taurus, was hier fährt, aber es hat mir gut gefallen und ich finde, es passt auch recht gut dazu. Das ist von einem echten 1116er, das Bremse lösen, quietschen. Von einem Video rausgeholt. So, fahren wir ein bisschen schneller. So, beschleunigen wir jetzt nochmal auf circa die Hälfte der Kraft, also auf 50% Leistung. So, jetzt dann machen wir mit der Türautomatik einen Stopp im Bahnhof und werden Leute ein- und aussteigen lassen. So. 13 ist aktiv. So. Das Bremsquietschen habt ihr jetzt auch gehört. Das ist das eigene von mir. Die Türen schalten wir wieder ab, die Funktion, also hier ist 13 wieder deaktiviert. Der Regler ist noch auf Fahren. Ich finde, es ist ein so wunderschöner Zug, der CityJet. Ganz ehrlich, was haltet ihr davon? Ich finde, er ist wirklich schön gemacht. Also, als Modell finde ich den auch hammergeil. So, jetzt werden wir ein bisschen beschleunigen und zwar auf 100% Leistung. Und er klingt jetzt so. Zurück auf 50%. So, jetzt werden wir ohne Türautomatik stehen bleiben, versuchen bei uns, dann könnt ihr das Bremsquietschen nochmal hören. Hoppla. Jawohl. Ja, so klingt der Sound momentan bei mir beim Fahren mit dem CityJet. Ist kein Leo Soundlab, aber ist okay fürs Erste, finde ich. Hab ein bisschen herumgedoktert dran. Ja, manchen gefällt es sicher, manchen halt nicht. Ist okay. Mir gefällt es sehr gut und ja, auf meiner Anlage fährt er. Also mir muss es gefallen, ganz einfach. Wer es besser kann, das soll es natürlich machen, wenn es möglich ist. Bin auch froh, wenn mir jemand Tipps geben kann. Also wenn man mir auch hilfreiche Tipps geben kann und mir sagen kann, hey, versuch mit der und der Funktion oder versuch es so und so. Oder mir einmal was schicken zum Anschauen. Also da bin ich auch über sowas sehr erfreut. Also wenn man mir helfen will, dann ich nehme es gerne an. Wenn ich was damit anfangen kann, super. Wenn nicht, dann habe ich zumindest ein paar Beispiele gesehen und dazugelernt. Aber ich bin offen für Ratschläge, immer wieder. Da freue ich mich sehr darüber. Jetzt, wo mein Computer funktioniert richtig, kann ich auch wieder herumbasteln an den Sounds hier.
Das hat mich hier am meisten zurückgeworfen, ein bisschen mental, nachdem ich nicht wusste, ob meine Fechtbutton noch funktioniert oder nicht. Aber zum Glück geht wieder alles. Deswegen habe ich mir jetzt gleich mal das Projekt genommen von CityJet und ein bisschen versucht anzupassen und auszubessern. Ja, das Bremsenquietschen habt ihr ja vorhin schon gehört jetzt da. Ich finde, das ist saugeil. Das ist ein originales Bremsquietschen von einem CityJet. Das habe ich aber aus dem Train Simulator genommen, weil da war es besser rauszufiltern. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das so und habe mir dann das einfach Loop-Dateien erstellt und eingebaut und es funktioniert ohne Probleme, finde ich. Es ist wirklich geil. Es ist schon von einem Originalen, aber im Simulator ist es halt nicht hundertprozentig umgesetzt Original, aber ich glaube so zu 80%. Und ich dachte mir, okay, das nehme ich, das ist für mich viel leichter zum Rausholen und dachte mir, das baue ich dann ein. Das Bremsquietschen, finde ich, macht auch viel aus von einem Zug oder von einer Lok, wenn man das hat. Das gibt auch ein bisschen einen Charakter, finde ich. So, wir werden nochmal fahren. Stehen bleiben. Na, fast genau. Ja, ich finde, das klingt schon sehr gut. Ich finde, es klingt schon sehr gut. Ich hoffe, euch gefällt das auch. Also ich bin da wieder ein paar Stunden gesessen und habe herumprobiert, habe Samples erstellt für das Projekt und eingebaut und Probe gefahren, glaube ich, 5-mal und die Sounds einzeln mir angehört am Modell, wie das mit der Large Jack ist, ob das passt, ob das mit der Abspielgeschwindigkeit passt, ob das überhaupt mit den beiden, also mit den beiden Fahrgeräuschen in einem Soundslot passt, dass bis das geklappt hat, sind, glaube ich, gesamt so 1-2 Tage vergangen, auf jeden Fall, also gesamt, ja. Ich bin jetzt nicht volle 1-2 Tage gesessen und habe nur herumgebastelt, ich habe natürlich dazwischen auch andere Sachen gemacht. Ich habe ja immerhin auch Verpflichtungen, so wie ihr, nicht nur Modellbahn, aber wenn man es gesamt nimmt, habe ich so 1-2 Tage gebraucht dafür, mit Testen und Nachjustieren und fein einstellen und alles, also das dauert schon seine Zeit. Also es ist nachher, aber zahlt sich immer wieder aus, finde ich. Es ist eine geile Sache mit dem Lokprogrammer. So, machen wir noch eine kleine Ehrenrunde. Los geht's. Ah genau, warte mal. Hoppla. Die Multimaus hat sich vertschüfft. Machen wir das anders. So, wir werden jetzt mal die PZB machen. Los geht's. Die nächste wird die SIFA-Zwangsbremsung sein.
Dachte ich mir, das zeige ich jetzt nochmal beim Fahren. So. Ah, jetzt ist das mit dem Sound besser. Das Gehäuse ist besser. Also sitzt jetzt besser. So. So. Ja, das war jetzt auch Sifa und Peter B. bei der Fahrt. Ich dachte mir, das zeige ich euch noch schnell, das hätte ich fast vergessen. Ich glaube, Sanden und Kurven quietschen muss ich euch nicht mehr zeigen, weil das habe ich auch in anderen Projekten schon verwendet und das, ja, finde ich nicht so aufregend. Sanden kann man sich auch jederzeit leicht auf ESO ändern, also auf dem Log-Programmer. Da gibt es von anderen Projekten viele andere Sandungsgeräusche, die auch also für mehrere Modelle, die multifunktional passen. So, wir werden jetzt da diesen Triebzug mal abrüsten, würde ich sagen, oder? Rüsten wir mal ab. Lüfter aus. Hauptschalter. Trafo aus. Licht ab. Bügel ab. Jawohl. Funktioniert. So. Der Lokführer muss ja auch noch aussteigen. So. Ja, das war's, würde ich mal sagen. Ja, ich weiß, das wird wieder ein etwas längeres Video, aber das wird euch ja hoffentlich nicht stören. Das kennt man von mir ja, glaube ich, eh auch schon ganz gut. Der nächste Teil und letzte Teil des Videos wird sein der Log-Programmer. Da zeige ich euch mal ein bisschen gröber, wie ich das gelöst habe mit den zwei Soundslots in einem. Und danach ist das Video zu Ende. Ich weiß, es ist lange. Also ich hoffe, ihr habt Geduld, Zeit und Lust, das zu sehen. Das ist wieder ein bisschen längeres Video. Aber ja, letztendlich hatten wir wieder was davon. So, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder beim Log-Programmer, also beim Soundwerkstatt-Teil. Bis gleich. So, herzlich willkommen. Wie versprochen kommt jetzt der Log-Programmer, also Soundwerkstatt-Teil von mir. Ja, ich habe hier versehentlich einen Soundlog gelöscht. Das war nämlich die normale Zugbeeinflussungsmeldung, die ich am Decoder eigentlich auch habe, aber egal. Macht jetzt nicht zu viel aus. So, wir werden das jetzt folgendermaßen machen. Fahrgeräusch angepasst. So schaut das Fahrgeräusch aus, was ich selbst angepasst habe. Das ist natürlich nicht von mir gemacht. Das hat ESO gemacht, nicht ich. Ja. Ich habe hier nur ein paar Kleinigkeiten geändert. Ich habe hier nur ein paar Werte umgeändert, nämlich das hier. Also diese beiden hier. Warum? Es ist so, wenn man das von ESO verwendet, so wie es ist, mit den fertigen Voreinstellungen von ESO, dann passt der Sound natürlich zu den jeweiligen Fahreigenschaften, was ESO auch vorgegeben hat. Ja. Das heißt, hier ist der Wert für das Abbremsen natürlich ganz anders als bei ESO. Ja. Bei mir ist zum Beispiel eben bei der mittellange Anhalte-Sound kommt bei mir nämlich, wenn die Geschwindigkeit kleiner als der Wert 4 ist und Moment, muss das selbst schauen. Das lange Anhaltegeräusch, also wenn der Ton runtergeht, das zeige ich euch mal anhand von dem hier vom kurzen. So schaut das aus, also so hört sich das an. So ist es natürlich dann auch bei den anderen, ja. Das Anhalten lang, Anhalten mittel, Anhalten kurz. Und bei mir ist das lange Anhalten, wenn die Geschwindigkeit den Wert 6 unterschreitet oder wenn Share 1 ist, damit das eben abgeschaltet wird. Beziehungsweise, ja, Share 1 fast schon. Wenn mit den Share-Funktionen habe ich es noch nicht so richtig. Das versuche ich öfter zu verstehen, aber ich schaffe es irgendwie nicht. Aber wurscht. Ja, das ist eben das Fahrgeräusch. Das ist schon so gewesen. Da habe ich einfach nur, ja, diese Werte verändert. Ich finde, das hat ESO ganz cool gelöst. Hier ist übrigens langsam nach schnell. Da hört man dann eigentlich nur noch das Hallgeräusch. Klingt ganz cool. So, also das Rollgeräusch finde ich, klingt schon super. Das gefällt mir gut. Man hört es auch gut am Modell.
Natürlich nur mit dementsprechenden Lautsprechern, weil sonst ist es ein bisschen sinnlos. Ja, anfahren, anhalten. Was ist hier gemeint? Anfahren, anhalten ist eigentlich nur, wenn man, gemeint ist damit eigentlich nur, wenn es von dem ersten Fahrgeräusch, was ihr gerade gehört habt, in den nächsten Sound übergeht, nämlich in das Motorgeräusch. So. Hochschalten. Und das ist natürlich das gleiche umgekehrt auch. Und danach geht es wieder zurück in das vorherige Geräusch, also in das Hauptmotorgeräusch, was ihr gehört habt. Ja, jetzt ist so. Jetzt kommt mal das andere, was ich gesagt habe hier. Der Soundslot hier, das Aufrüsten und Standgeräusch, habe ich mit dem Fahrmotor kombinieren müssen, weil ich nämlich für den eigenen Lüfter, den ich hier gemacht habe, einen Soundslot übrig gebraucht habe. Denn sonst würden zu viele Soundslots auf einmal abgespielt und somit wäre das eigentlich schon ziemlich voll. Ja? Das heißt, man könnte nur noch das ein einfaches Horn geben, nicht mehr das Doppelhorn, weil das ist ja getrennt bei mir, das habe ich ja getrennt geschaltet, ihr wisst es eh. Einzeln, das Hohe und das Tiefe jeweils, denn ich möchte das schon selbst entscheiden, was kommt und nicht immer etwas Vorgefertigtes haben, weil ich hätte nicht mal mehr Platz für ein Doppelhorn, für ein wirkliches Doppelhorn, deswegen mache ich das gerne so. Und es kommt ja auch noch das Bremsquietschen dazu, die Zufallsgeräusche, das sind alles Soundslots, die sich halt dann irgendwann überlagern und wenn zu viele auf einmal abgespielt werden, kann ich nichts mehr dazu steuern mit dem Gerät, was ich gerne hören möchte und somit dachte ich mir, gut, das mache ich anders. Ich kombiniere einfach zwei Maschinensound miteinander, in dem Fall hier Aufrüsten, Standgeräusch und Fahrmotor. Ist so, ich zeige euch das, wie das ist. Habe ich natürlich ein bisschen verändert. Ja? Ich habe hier natürlich das Aufrüsten verändert und wie man sieht, ist das hier ein bisschen bunt, diese Kästchen, also die Container und die Zustände, die sind grün und grün-rot gemischt. Grün ist ein geschalteter Ausgang des Decoders und rot ist ein Sound, der abgespielt wird zusätzlich. Ja. Natürlich ist das jetzt so, dass ich beim Aufrüsten habe ich hier als erst nur die Führerstandsbeleuchtung bis hier und sobald ich hier im Stand, also im S-Loop bin, schaltet mir das erstens mal das Rote den Sound, den Lüfter mit ein und zweitens hier das Grüne untermalte bedeutet geschalteter Ausgang, in dem Fall Innenbeleuchtung. Und das, was hier ist, ist natürlich die ganze Zeit hin bis zum Fahren bei jedem Zustand und jedem Container gleich, denn ich möchte, dass alles auch beim Fahren richtig und genau gleich funktioniert. Deswegen muss man das halt so machen. Denn wenn der Zustand hier weg ist und es wäre hier nichts eingestellt, dann würde das Licht aufhören zu leuchten und es würde natürlich dann auch der Lüfter aufhören. Wäre eine blöde Sache. Deswegen muss man das alles hier einfach immer nachstellen. Das Fahrgeräusch ist jetzt so, ja. Das Fahrgeräusch von den Motoren, was ihr gehört habt, bei schnelleren Geschwindigkeiten, ist eigentlich nur das hier. Das, was ich hier markiert habe, ist alles der Fahrmotor. Ich habe das nur rauskopiert, genauso wie es ist. Eins zu eins rauskopiert aus dem Soundslot, hier eingefügt und hier verbunden. Bei der Fahrt hört man Folgendes. Einmal das und dann das. Das sind eben das Trafogeräusch, also das TSR-Geräusch, bevor der Zug anfährt. Das hört man danach, also bei der Fahrt, das kommt ja am Anfang, wenn man den Regler einschaltet, kommt das, dann kommt der Ton hier bei der Fahrt und irgendwann, wenn der Motor eingeschaltet wird, hört man das nicht mehr. Man hört es dann sowieso nur noch kaum bis gar nicht, weil noch zwei, drei andere Geräusche gleichzeitig ablaufen und dann hört man das oft gar nicht, wenn das aufhört. Deswegen dachte ich mir, okay, ich baue es da ein, ich versuche es und ich lasse es so, wenn es mir gefällt und wenn es nicht auffällt. Denn immerhin habe ich da einen Soundslot gespart und kann trotzdem meinen eigenen Lüfter mit einbauen. Ja, ich zeige euch das jetzt mal am Logprogramm, wie das ausschaut. Ja? So, also erstmal Simulator. Ja, wir haben hier, ja, hier ist der Regler auf 0, das passt. Und jetzt werden wir mal aufrüsten mit Function. Das ist kennt ihr vom Modell.
aufrüsten. So, schauen wir mal rein. Ist die wieder da? Den habe ich getauscht. So. Und wir sind im Standgeräusch. Ja, ich habe die Pantos auch geändert. Ich weiß jetzt nicht mehr von welchem Projekt. Das habe ich vergessen. Aber die Pantos sind, glaube ich, von meinem Vectron-Projekt. Das sind aber fertige von ESO, nicht meine eigenen. Die haben mir einfach besser gefallen auf dem CityJet. Ich finde, die passen ein bisschen besser dazu. Dachte mir, ich werde die einfach da hineinwechseln. Drehen wir das ein bisschen leiser, sonst wird man wahnsinnig. Ja, jetzt sind wir hier im Standgeräusch. Natürlich kann man das jetzt nicht hören, dass dieser Zustand und die folgenden auch noch den Lüfter mit einschalten, denn hier wird nur dieser eine Soundslot simuliert. Das ist immer noch gleich beim ESO-Programm. Man kann immer nur diesen einen jeweiligen Soundslot simulieren. Ist aber okay. Ja? Natürlich würde gleichzeitig auch der geschaltete Ausgang für die Innenbeleuchtung angehen. Den nimmt er nämlich mit. Also den schaltet er mit. Kann ich euch kurz zeigen. So. Sieht man hier Fahrgastraumbeleuchtung und CityJet Lüfter im Stand. Und das schaltet alles, was hier rechts vom S-Loop ist, auch mit. Ja? Alles das Gleiche. So, jetzt machen wir das mal so. Jetzt werden wir mal einfach ein bisschen simulieren, dass wir fahren. Geht aber nur, wenn der Regler auf über 0 steht und wenn Share 3 ist. Ja? So, wir werden jetzt mal den Regler auf über 0 geben. Regler auf über 0. Und Share muss man auch simulieren hier, nämlich hier mit diesem Button. Share ist gleich 3. 1, 2, 3. Jawohl. Also hier sind wir jetzt da eben in dem Modus, dass der Zug fährt. Wenn ich jetzt auch noch Share 2 aktiviere, also zurückschalte um eines bei Share, dann würde nachher hier umwechseln auf das Motorengeräusch. Was machen wir jetzt? Share ist 2. Hier wird ein kurzes Wait angespielt und danach geht es jetzt so weiter. Und wir sind im Motorengeräusch drinnen. Das Motorengeräusch geht mit der Geschwindigkeit des Zuges mit. Sieht man hier wieder zurück. Wenn ich jetzt will, dass das wieder aufhört, muss ich Share ist gleich 1 drücken, also hier runter simulieren. Share ist 1, dann geht es zurück. Und wenn ich jetzt da eben will, dass der Zug stehen bleibt, beziehungsweise dass das aufhört, muss der Zug natürlich stehen bleiben. Das geht dann so: Man kann gleich einmal hier auf Share 0 gehen. Share ist 0. So, das ist nur zum Simulieren. Aber der Zug fährt noch, weil der Regler noch oben ist. Also weil der Regler noch auf Fahren steht. Jetzt gehen wir dann auf 0. Kurz warten. Ja. Ich habe das hier dazugegeben. Ich habe das von da noch rauskopiert, das Geräusch von dem TSR beim Fahren. Damit es ein bisschen länger dauert. Wenn er stehen geblieben ist, weil ich finde, das ist für mich ein geiles Geräusch und das macht er echt ja auch. Da braucht es auch ein bisschen länger als beim Projekt hier. Ja, jetzt werden wir mal abrüsten, würde ich sagen. Lüfter wäre abgeschaltet jetzt. Danach der Trafo. Hier ist noch das Rot untermalt. Hier das Rot untermalte schaltet mir nämlich dann den Sound kurz ein vom Hauptschalter aus. Der ist extra. Ja, hier waren wir schon. Jetzt sind wir beim Aussteigen. So. So. Und wir sind fertig mit diesem Programm. Das ist das Aufrüsten, Standgeräusch und Abrüsten. Ein Teil des Fahrgeräusches ist das auch. Das ist jetzt alles in einem. Und das war eigentlich nur eins zu eins rauszukopieren und hier zu verbinden. Hat super funktioniert, habt ihr jetzt auch schon am Modell gehört. So, das Simulator kurz beenden. Ich zeige euch jetzt noch schnell den Lüfter. Lüfter schaut so aus, eigentlich ziemlich einfach gemacht. So, Simulator, gehen wir auf Function. So klingt der Lüfter, wenn er alleine läuft, ohne Trafgeräusch. Ich habe auch schon ein Video gesehen, online auf YouTube.
von einem echten CityJet, der in einem Bahnhof steht, also am Bahnsteig steht. Das klingt wirklich sehr ähnlich. Ja? Also es ist wirklich ziemlich original gemacht, was ich im Simulator so gehört habe. Und das kann man gut lassen. Ich finde, das passt wirklich super dazu. Ja, würde ich jetzt wieder abschalten. So. Jawohl. Und aus ist es. Ich zeige euch jetzt noch kurz meine PZB. Die schaut so aus, die ist eh so ähnlich wie die Sievert-Zwangsbremsung, nur halt ein bisschen verändert mit der Benennung und so weiter. Und ein bisschen ist hier mit den Sonderabläufen anders. Simulieren wir es mal kurz. So. Simulator, los geht's kurz. Zugbeeinflussung. So. Wieder quittiert. So, nochmal ein bisschen länger warten. Zugbeeinflussung. 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 Bis daher kann man alles quittieren und man hört dann auch noch den Schalter. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Angenommen, wir fahren. So, nochmal, jetzt lassen wir es durchlaufen. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. So. Zwangsbremsung. 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 Beim Modell ist es so, wenn das kommt und man drückt drauf, dann lässt sich das nicht mehr quittieren. Also sobald dieser Container hier erreicht ist, ja, sobald der erreicht ist, der Container, bockt sich der Zug ein. Da kann man noch drücken, was man will, es funktioniert nicht mehr zu quittieren, absichtlich. Und wenn dann der Zug steht und man hat quittiert bzw. abgeschaltet die Funktion, erst dann geht's zurück. Jawohl. So, und dann ist es wieder zurück auf Null. So, Simulator aus. Jetzt noch die Zwangsbremsung von der SIFA. Die ist eigentlich ähnlich, wie ihr seht. Ja, fast gleich, nur die Meldungen sind anders. Ich habe das einfach weiterverwendet. Natürlich sind die SIFA-Pedale anders. Klick, klick. Klick, klick. Und hier. SIFA. SIFA, SIFA. SIFA. Und hier natürlich der Fehlerton. Genau, der Fehlerton hier, der macht noch etwas. Erstens mal habe ich die dynamische Bremse, dass der Zug ein bisschen schneller stehen bleibt. Und zweitens mal habe ich hier das Notbremsventil, was man beim CityJet, beim Simulator zumindest hört. Das schaltet mir der Fehlerton hier vom Ding mit, also von der SIFA mit. Das klingt dann so, Moment, wo ist der? Blablabla, HS aus, nein. Nein, wo ist das? Das muss ich suchen. CityJet Notbremsventil, da haben wir es. Das klingt dann so. Das schaltet mir das mit, automatisch. So funktioniert es auch, dass man das schön hört, dass die Notbremsung eingeleitet wurde. Ich finde, das ist eine geile Sache, dann kann man sich nämlich das sehr viel hier stimulieren. Jetzt also vom Original wirklich abschauen und dann versuchen nachzumachen. Es wird mit solchen Kleinigkeiten wird es immer ein bisschen realer und macht ein bisschen mehr Spaß zu fahren mit diesem Soundmodell, finde ich persönlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich schätze mal, dass es den Soundfahrern von euch auch so gehen wird. Aber ich finde, es ist eine verdammt geile Sache. Mir macht das wirklich viel, viel Spaß, so zu fahren. Es ist 1000:1 im Gegensatz zu den fixwertigen Projekten, wo man nichts mehr machen kann. Deswegen mag ich den ESO-Log-Programm auch sehr gerne, weil das ist sehr übersichtlich. Man kann den ESO-Programm, also Log-Sound-Decoder, sehr, sehr schön einstellen, verändern, anpassen, wie man das gerne hätte. Geile, geile Sache, kann man nur sagen. Ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video, oder? Es ist schon lang genug. Der eine oder andere muss auch noch andere, wichtigere Dinge machen von euch. Und daher werden wir das Video jetzt mal beenden. Ich danke euch fürs Reinschauen. War jetzt ein bisschen Pause dazwischen wegen meinem Computer, aber hat sich doch, hoffe ich, für euch ausgezahlt, denn jetzt habt ihr mal auch den CityJet ein bisschen genauer von ESO. Und natürlich mit den kleinen Updates von meinen eigenen Bremsgeräusch, Trafogeräusch, Lüftergeräusch, bla 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 und Türen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, eine gute Nacht und wir sehen uns bei den nächsten Videos hoffentlich nochmal. Und bis dahin, ciao.